So, ihr lieben Nacktmulle, heute spielen wir mal ein neues Spiel. Ja, ich weiß. Aber leider ist das alte zu Ende. Ich spiele mit euch hier in New Beginning. Das ist mein erstes Daedalic-Spiel. Hätte ich das jetzt sagen sollen? Nein, egal, neues Spiel. Sieht schon mal cool aus. Hast du die Uhr im Blick, Gefreiter? Ja. Nein? 300 Sekunden und kein Spielraum. Okay. Und vergiss nicht, schau niemals direkt in die Sonne. Ja. Bist du bereit? Was? Noch 280 Sekunden. Verdammt. Mein Messgerät scheint defekt zu sein. Nein, ich fürchte, es ist vollkommen in Ordnung. Nur noch 240 Sekunden. Börsenmakler. Ich habe gerade Nachricht von Antarktika, Machu Picchu und Ostozeanien erhalten. Die Messungen ihrer Windscouts stimmen mit den unseren überein. Wir rechnen mit einer Sonneneruption innerhalb der nächsten 2 Wochen, vergleichbar mit der Oswald-Eruption von 2113. Wir wissen alle, dass das Erdmagnetfeld nicht mehr in der Lage ist, uns vor einer Eruption diesen Ausmaßes zu schützen. Unsere Zeit ist abgelaufen. Es ist noch nicht zu spät, Quaddy. Wir haben immer noch eine Chance. Was ist mit dem Phönixplan? Wir könnten entkommen. Der Phönixplan ist kein Evakuierungsplan, Hardy. Im Gegenteil. Doch Salvador hat recht. Eine Manipulation ist unsere letzte Chance. Wovon reden die? Ist die Sicherheit unserer Piloten inzwischen gewährleistet? Nigel, in 2 Wochen erwartet alles Leben auf der Erde der sichere Tod. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Es wird Zeit, dass wir endlich den letzten Schritt wagen. Den Schritt zurück. In die Vergangenheit. Ja, ich weiß, wie das Spiel heißt. Aha, die Musik abrupt weg. Prolog. Wie ihr unschwer erkennen könnt. Was wird uns erwarten? Wir werden sterben, oder? Vögel. Fliegt, meine Kleinen, fliegt. Und jetzt werdet vom Blitz getroffen. Nein. Nun, bumm. Das war's schon? Ah, verflucht. Nicht schon wieder. Ich hoffe, ich habe noch genügend Ersatzteile. Dann mach nicht mal alles kaputt. Wie auch immer du bist. Es hört einfach nicht auf, was? Dann wollen wir mal sehen, was mit dem Ding nicht stimmt. Wünschen Sie eine Einführung in die Steuerung? Nein, wir spielen absolut blind. Guck dir das Ding mal an. Eventuell hätte ich es mir noch zeigen lassen. Ah, ansehen. Mein Fogger. Ja, nochmal. Mein Fogger. Du wiederholst dich. Mein Fogger. Du wiederholst dich. Mach das Ding an. Klingt so, als wäre es der Motor. Ja, das haben wir vorhin schon gehört. Ansehen. Mein Fogger. Du wiederholst dich. Nochmal, starten. Klingt so, als wäre es der Motor. Ja, dann, was? Baum. Ansehen. Das ist ein Baum. Im Sommer hat Meta oft allein unter dem Baum gesessen und gelesen. Schade, dass ich ihn fällen muss. Der Winter wird kalt. Warum zum Henker musst du ihn fällen? Du kannst auch die Maschine woanders hinstellen. Kletter mal auf dem Rücken nie im Leben mit. Was?
Dein Rücken interessiert mich nicht, du sollst den Baum hochklettern. Mein Rücken nie im Leben mit. Ja. Dann guck dir den Vogel an. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Oh. Können wir den mitnehmen? Nein. Er frisst die Schädlinge im Holz. Leider nicht schnell genug. Du wiederholst dich. Baum, 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 Baum. Gibt's hier noch was? Nein. Geh du mal weg. Das ist mein Haus. Angel? Ansehen. Die Angel war ein Vorschlag von Dr. Angust. Das ist sehr meditativ, Bent. Da kommst du mal zur Ruhe. Seitdem sitze ich jeden Morgen am Ufer und glotze apathisch ins Wasser. Ja. Nein, nimm sie mit. Die Angel ist nicht die Lösung meiner Probleme. Auch wenn Dr. Angust etwas anderes behauptet. Vielleicht finden wir für dich noch irgendwo eine Flasche Alkohol. Nein, 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 nein. Ja, guck dir erstmal die Tür. Gerade die richtige Farbe für einen Sargdeckel. Was? Guck dir dein Haus an. Früher sind wir jeden Sommer hergefahren. Meta hatte die Hoffnung, dass wir hier zusammen alt werden. Von diesem Traum ist nicht mehr viel übrig geblieben. Nur noch das Haus und ich. Das ist mal ein cooles Leben. Dann mach die Tür mal auf. Du hast ja eh nichts zu tun. Da, guck dir den Esstisch an. Manchmal bekomme ich Besuch von Dr. Angust. Deswegen der zweite Stuhl. Der scheint eine Beziehung mit Dr. Angus zu haben. Kann man den mitnehmen? Ja, setz dich mal. Pause, wenn der Vorgang repariert ist. Guck dir den Fernseher an. Im Fernsehen läuft ja nur Schwachsinn. Da hast du recht. Wenigstens ist mein Kopf dann leer, wenn ich schlafen gehe. Wie, das geht noch leerer? Mach an. Chaos auf den Straßen von Oslo. Heute Vormittag um 11 Stunden gewaltbereite Demonstranten, die Europazentrale der Internationalen Energieaufsichtsbehörde. Damit protestierten sie gegen die geplante Lizenzverlängerung von insgesamt 7 Kraftwerken des umstrittenen Energiekonzerns Indus Industries. Im Zuge der Belagerung gelang es einigen militanten Autonomen, sogar Geiseln zu nehmen. Dazu ein Sprecher der Behörde. Wir waren von Anfang an offen für einen friedfertigen Dialog. Aber die momentane Lage zwingt uns leider dazu, hart durchzugreifen. Die Aktivisten müssen einsehen, dass sie mit ihren illegalen, extremistischen Aktionen keine politischen Entscheidungen erzwingen können. Wenn diese Aktion überhaupt einen Einfluss auf das Urteil hat, dann einen gegenteiligen. Während die ersten Verletzten abtransportiert werden, bereitet sich die Polizei auf eine lange Nacht vor. Eine der längsten Nächte im sonst so friedlich. Und so dreht sich die Welt auch ohne mich weiter. Genau. Aber vielleicht können wir den Kaffee vorbeibringen, den lieben Beamten, die eh nichts zu tun haben. Ja, da ist eine Bar. Oh, die Flaschen sind ja immer noch da. Wer sollte sie auch wegbringen? Trink sie aus. Oh, die Flaschen, wer sollte sie... Ja, wiederhol dich nicht so oft. Kühlschrank. Wahnsinn. Wenn ich nicht zum Essen in die Stadt fahren würde, käme ich nie unter Leute. Ein voller Kühlschrank wäre da sozialer Selbstmord. Ah, ja. Ein trauriger Anblick. Hey, hab ich gesagt, du darfst das Ding wieder zumachen? Öl? Ansehen. Öl. Bis vor wenigen Jahren hat es nur als Lampenöl gelangt. Heute benutzt man es auch für den Salat. Und um die schlechte Energiebilanz von Biotreibstoffen zu belegen. Okay, nimm das Ding mit. Darin ist nur das Notwendigste. Was denn? Darin ist nur das Notwendigste. Deine Pornos? Ich räume das morgen weg. Ja, ja. Ich räume das aber nicht weg. Mein Bett. Anfangs habe ich noch versucht, in Metas und meinem alten Bett zu schlafen. Dann bin ich aber nach unten in Duvis Koje umgezogen. Mein Sohn kümmert sich um mein Lebenswerk und ich schlafe in seinem Kinderbett. Oh. Ja, was machen wir jetzt hier? Da sind Bücher. Das sind die Bücher, die mir Dr. Angust ans Herz gelegt hat. Ich habe sie hier neben das Bett gelegt, um die Chance zu erhöhen, dass ich mal reinschaue. Dann lies sie gefälligst. Das werde ich mal machen, aber nicht heute. Du bist ganz schön stur. Ah, Bilder. Unser Sonnenurlaub in Italien. Meta strahlt wie eh und je.
Ich habe wahrscheinlich wieder nur die Rettung der Welt im Kopf. Ob wir glücklich geworden wären, wenn mir die Zukunft des Planeten egal gewesen wäre? Erzähl mir was von der Tante hier. Tut mir leid, Peter. Am Ende habe ich uns beide geopfert. Für eine Vision, die niemanden mehr interessiert. Erzähl mir was über dich. Selbst in Italien war ich in Gedanken bei der Algenforschung. Ich sehe es an meinen Augen. Ja. Und wo kommen wir weg? Ach so. Okay. Da ist noch ein Bild. Mein Team auf der Atlas 11. Wir dachten wirklich, die Zukunft der Welt ruhe auf unseren Schultern. Ah so. Personal. Okay. Die stehen stellvertretend für das restliche Personal. Inzwischen ist das Team so groß geworden, dass weder ich noch Barney wissen, wer eigentlich alles für uns arbeitet. Ich meine, für ihn arbeitet. Der absolute Optimist hier. Offensichtlich kein Presseshooting. Sonst würde Barney hier ganz anders aussehen. Ja. Mach dir keine Sorgen, Lissa. Ich komme schon irgendwie zurecht. Okay. Ich sehe müde aus, aber auch glücklich. Du siehst nicht müde aus, du hast einen Fotzenhobel. Und der Typ auch. Jetzt guck mal nicht so, Junge. Du darfst jetzt all die Sachen machen, die deinem Vater verboten wurden. Du bekommst das schon hin. Ja. Messer, Gabel, Licht sind für kleine Kinder nichts. Gibt's hier nicht irgendwo einen Motor? Da ist eine Flasche. Hol die Flaschenpost. Geht nicht. Müll. Ansehen. Das gehört heutzutage leider dazu, wenn man so nah am Wasser lebt. Ja, dann räum's weg. Früher hätte ich das noch gemacht, aber spätestens in einer Woche sieht es hier wieder genauso aus. Die reinste Sisyphos-Arbeit. Ja, schieb du mal den Stein den Berg hoch. Der Keller, Mausoleum eines gescheiterten Lebens. Und der einzige Ort, wo ich Ersatzteile für meinen Fogger finden könnte. Dum, dum, dum. Tja, die ist abgeschlossen. Der Plan war wohl, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte an dem Tag so viel getrunken, dass ich nicht einmal mehr weiß, wo ich den Schlüssel versteckt habe. Du willst mich jetzt schon verarschen? Ich habe Dr. Angus gesagt, dass ich Angeln unerträglich finde. Daraufhin hat sie mir die Reuse empfohlen. Dann nimm das Ding mit. Ich habe schon alles versucht, aber ich kann mit diesem Ding einfach nichts anfangen. Du hältst es ins Wasser. Das Boot. Das Boot hat auch schon einiges abgekriegt, aber noch schwimmt es. Muss ja. Ja. Der Typ will mich verarschen. Wo versteckt man einen Schlüssel? Irgendwo im Haus. Da, Bücherregal. Das sind Selbsthilferatgeber, die mir Dr. Angus empfohlen hat. Ich frage mich, ob sie die selbst liest, bevor sie die weiterempfiehlt. Ah, die. Ich bin doch kein Schraubenzieher. Wege aus dem Workaholismus von Gunnar Larsson. Ich weiß nicht. Ein Schraubenzieher hat wenigstens einen Nutzen. Der ist mir echt ein bisschen zu depressiv. Hier unten können wir nichts anklicken. Hast du das Ding vielleicht im Mülleimer versteckt? Nein. Deine alten Wäsche? Nein. Da waren wir schon. Vielleicht nochmal Küche? Ich räume das morgen weg. Ja, ja, das tust du sowieso nicht. Du bist Single. Irgendwann lernen das die Frauen auch noch. Single-Männer räumen ihre Küche nicht auf. Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Was wollen wir? Wir wollen die Tür. Dann tritt sie einfach ein. Tja, die ist der Plan. Ja, ja. Halt die Klappe. Früher hätte ich das noch gemacht, aber die reinste. Du wiederholst dich, also nochmal. Schon wieder. Du wiederholst dich. Geht's hier irgendwo hin? Nein.
Wie, wo? Ja. Wo könnte man einen Schlüssel verstecken? Gibt es hier eine Hausmatte? Küche, Bar, Bilder, Küchenschrank, Esstisch, Bücherregal, Tür. Mach die Tür mal zu. Braves Kerlchen. Aber hier gibt's auch nichts. Ja, da hast du Langeweile, ne? Wenn ich dir sage, du sollst sie öffnen und schließen, dann tust du das. Ach ja. Gehen wir mal wieder hoch. Mein Fogger. Ja, ja, mein Fogger. Das ist doch... Solche Spiele spiele ich nicht, weil mich das nach einer halben Stunde aufregt, irgendwas zu suchen. Aber nur für euch quäle ich mich da jetzt durch. Was haben wir hier noch? Gar nichts. Da geht's auch nirgendwo hin, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Tja. Keine Ahnung.